Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Wir fahren Rennen, habe ich gehört. Nein, Spaß, wir fahren auf jeden Fall Rennen. Aber will ich das Rennen fahren? Natürlich will ich das Rennen fahren. Moment. Ja, ich habe den Landsau. Gut. Ich habe das neue Auto ausgewählt. Ja, ich habe ja jetzt den Lancer. Mitsubishi Lancer Evolution. Schickes Auto. Das ist ein schönes Auto. Ich finde das erstaunlich. Manche Menschen kommen nicht darauf klar, dass ich tagelang wach bleiben kann und trotzdem volle Funktionsfähigkeit von, ja, ihr wisst schon, Hand-Out-Koordination und so Zeug. Keine Gleichgewichtsstörungen, das Einzige, was ich dazu habe, ist starke Gähnanfälle, aber und Müdigkeitserscheinungen. Dann sage ich mir mal, nein, ich bin nicht müde und dann geht's wieder. Finde ich jetzt lustig. Manche kommen da einfach nicht drauf klar. Dass ich einfach mal 3-4 Tage keinen Schlaf hab und dann trotzdem noch fit aussehe. Weil ich einfach immer so aussehe, als ob ich nie schlafen würde. Weil ich eigentlich immer zum schlechten Schlaf habe. Ich schlafe ganz selten gut. Und ja. Manche kommen da einfach nicht drauf klar. Ich habe einen Klassenkamerad, der schafft es mal eine Nacht durchzumachen. Beziehungsweise er schafft es schon, bloß am nächsten Tag fällt er dann einfach tot in die Uhr. Er schläft bei wichtigen Geschäften ein, wenn ihr wisst, was ich meine. Manchmal beim Schnupfen. Das kam, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Folge, habe ich echt Übel mit meinem Schnupfen kämpfen müssen. Jetzt geht es wieder einigermaßen. Ja. Ihr seht ja. Mein Fahrstil wie immer. Daran ändert sich nichts. Könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche Gegenmittel gegen chronischen Schnupfen kennt. Wäre echt freundlich von euch. Wenn wir schnupfen, irgendwann krepiere ich dran. Oder an meinem Heuschnupfen. Einmal bin ich fast krepiert. Bin in der 7. 8. Klasse. Sportunterricht, Mittagsschule, Joggen in den Weinbergen. Ich habe ja schon erzählt, ich habe eine chronische Abneigung gegen Sport. Und ja, Sommer, Heuschnupfen auf brutalste Weise. Nase zu, Augen getränkt wie noch was. Fast keine Luft gekriegt, wenn auf Joggen gehen. Mein Lehrer wollte es mir nicht glauben. Auf jeden Fall sind wir dann joggen gegangen. Ich war halt immer der Langsamste. War eigentlich nichts Neues, dass ich immer langsam war. Auf jeden Fall sind wir dann gelaufen und ich bin umgekippt. In den Graben rein, keiner hat's gesehen, niemand gemerkt. Und die haben, ich hab's nicht mitgekriegt, aber die haben angeblich gute 3 Stunden nach mir suchen müssen. Als ich aufgewacht war, war ich im Krankenhaus und hab erstmal gesagt, nee, Chef, wie bin ich hierher gekommen? Lag da dann im Krankenhaus, kein Plan, wie ich da hingekommen bin. Vielleicht schon mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich zum Sport gegangen bin. Und, seitdem habe ich in der 8. 9. Klasse kein Sport mehr machen müssen, was ich eigentlich sehr gut fand.
Dann habe ich weiterführende Schule, mittlere Reife. Habe ich ja jetzt verkackt, aber okay, das ist eine andere Story. Vielleicht erzähle ich die auch noch. Aber nicht jetzt. Auf jeden Fall. Ja, Sportunterricht. Ich habe immer versucht, mich am besten wie immer rauszureden. Nach bestem Können. Meine Ausreden haben eigentlich fast immer gezogen. Sportzeug vergessen. Ich habe auch so. Ja, Sportzeug vergessen, war meine Basisausrede. Die hat eigentlich meistens gezogen, wenn ich wusste, wir machen irgendwas Dämliches. Und der Lehrer sagt, wir sind am Ende von der Stunde, was wir nächstes Mal machen. Oder was er gedenkt zu machen. Da spricht man dann auch ab und zu mal was anderes. Auf jeden Fall. Weil ich krieg's halt mit, wenn wir irgendwas Dummes machen, dann mache ich halt nicht mit. Habe ich mein Sportzeug vergessen. Wirkt sich halt negativ auf meine 1,7 im Sport aus, aber das ist mir egal. Geht hier schließlich um meine Gesundheit. Scheiß auf Sport. Ganz ehrlich. Warum soll ich Sport machen, wenn es mich am Ende umbringt? Auf jeden Fall. Ja, Ballsport gut, Volleyball, das ist jetzt nicht ganz so anstrengend wie Fußball oder Basketball oder Hockey. Und ja, ich habe eigentlich generell gegen Ballsportarten eine chronische Abneigung. Ich mag auch die Bundesliga. Bundesliga finde ich absolut unnötig. Das ist meine Meinung. Ich bin in einem Land, ich kann meine Meinung sagen. Auf jeden Fall, ja, manchen Leuten ist es unverständlich, warum ich so eine chronische Sportabneigung oder Fußballabneigung habe. Deswegen mache ich auch nie mit, wenn wir Fußball spielen im Sport. Und wenn ich gute Torwart bin, bin ich der Beste, aber ich bin gut. Gut genug für schulische Ansprüche. Aber trotzdem hasse ich Fußball zu spielen. Wenn ich höre, ja, wir spielen Fußball. Und dann habe ich auf einmal irgendeine Verletzung oder mein Heuschnupfen meldet sich. Im tiefsten Winter, wenn kein Blümlein blüht. Finde ich immer lustig, ja, das auf jeden Fall. Beziehungsweise mein Lehrer. Beziehungsweise er fällt nicht drauf rein, aber er toleriert meine Ausreden. Ist eigentlich ganz lustig. Ich bin's, was geht ab? Ich weiß, dass dieser Typ Rock dich unterstützt. Ich frag mich nur, warum. Ein bisschen unnormal, wenn du mich fragst. Aber andererseits, was kümmert's mich? Vielleicht kennt ihr zwei Süßen euch aus dem Knast. Ja, alles klar, Junge. Lass mich in Ruhe. An alle Einheiten auf Empfang. Das war wieder dieser Pisser, der uns unseren BMW geklaut hat. Aber das juckt mich nicht. Wir suchen uns jetzt ein Rennen, das wir fahren können. Ich sehe was, was mir nicht gefällt, deswegen fahre ich es nicht. Das sieht interessant aus, das sieht interessant aus. Wir fahren beide. Das ist das da, das sieht mir interessanter aus, weil es länger dauert. Vielleicht haben wir ja Glück und unser Lieblingsgegner ist wieder dabei. Nein, ist er nicht, schade. Er kann ja nicht immer mitmachen, aber egal. Oh, mein Schnupfen meldet sich wieder. Überhaupt nicht cool. Ja. Oder auch eine lustige Story. Was heißt lustig? Eher erbärmlich, traurig, die Story. Die Grundschule hat eine Klassenkameradin. Und ihre Mutter war, wie kann man das ausdrücken, geistig nicht ganz beisammen. Ich kann es nicht ausdrücken. Auf jeden Fall, die hat mich gehasst, die Mutter von der Klassenkameradin. Die hatte eine chronische Abneigung gegen mich. Und man hat immer irgendwelche Scheiße gelabert. Wie bei mir, bei uns. Ja. Dorf. Ich sag jetzt nicht welchen, weil sonst wollt ihr nicht bloß besuchen kommen. Auf jeden Fall in den vorletzten und letzten Wochen für die Sommerferien, weil wir unsere Straße fährt. Wir haben dann Boxautos und Fressbuden und alles Mögliche da. Und ich bin halt ab und zu auch mal da.
ein bisschen was trinken, am Boden chillen. Dass ich auch mal an die frische Luft komme, was ich ja generell nur an Schultagen mache. Oder zum Rauchen, aber das ist auch wieder was anderes. Auf jeden Fall, das war von der Ewigkeit, da bin ich da gewesen. Mit einem alten Kumpel aus der Grundschule. Wir waren unterwegs, haben gechillt, Schießbude ausgeräumt. Ich bin ein exzellenter Schütze. Mein Kumpel hat rote Flecken abgekriegt, weil meine Querschläge einfach zu brutal für ihn waren. Ein Spaß. Einmal da hat er gedacht, er kann mich einfach mal so in die Leiste pieksen, ich bin extra kitzlig und so. Und er piekst mich halt eiskalt in die Leiste rein. Pam, oh, ich hab den Lauf in die Fresse geschlagen. Ich bin rumgefahren, Gewehr im Anschlag, Lauf in der Fresse gehabt. War lustig. Auf jeden Fall, wir laufen da weiter, bis er erst Bierzelt kam. Ich dachte, wir haben so reingeguckt, war zu voll, wir sind weitergelaufen, das nächste Bierzelt, die sind eigentlich immer alle relativ voll. Dann haben wir von unserem Sportheim das Bierzelt gefunden, dachten wir, setzen wir uns rein, weil die Schnitzel aus unserem Sportheim echt legendär. Ich finde die so legendär, man sagt ein großes Schnitzel und kriegt drei riesen Schnitzel auf dem Teller. Dazu ein mega Salat und einen riesigen Haufen Pommes. Das finde ich einfach so lecker. Auf jeden Fall, wir saßen dann da drin, jeder ein Bier. Und ich habe mir halt noch einen Schnitzel bestellt. Was war das? Currywurst oder so, keine Ahnung. Ist ja auch eigentlich irrelevant. Und ja, wir saßen da drin eine Weile. War eine Stunde oder so. Sind ein paar Kumpels vorbeigekommen und die waren dann halt in der Nähe, haben sich zu uns gesetzt und haben gechillt. Das, was man so ab und zu halt macht. Und dann kam die Mutter von der Einklassenkameradin. Sie hat uns nicht erkannt, weil sonst wäre sie wahrscheinlich gleich wieder rausgegangen. Und wir saßen halt relativ weit weg vom Eingang. Es war so, wir konnten den Eingang gut sehen. Wir sahen da rein und rausging, aber war nicht so gut vom Eingang aus zu sehen. Und da saß halt eine Gruppe, ich sag jetzt mal, ältere Menschen. Keine Senioren, sondern einfach so 30, 40-jährige größere Gruppe. Halt. Und die haben halt auch Trunken gegessen. Und da waren auch ein paar Raucher dabei. Im Zelt war das Rauchen erlaubt, glücklicherweise. Und wir haben halt so ein bisschen chillt und ich habe halt in so einem, wie soll man sagen, ich bin so kontrollsüchtig. Ich muss immer wissen, wer wo was abgeht. Wenn ich jemanden kenne und sehe, der kommt ins Bierzelt, muss ich alles wissen. Ich kann nicht anders, ich muss einfach. Auf jeden Fall, ich habe die halt dann so ein bisschen beobachtet so. Und sie hat mich halt nicht bemerkt und ja, die läuft halt zu dem Tisch und dann ist sie auch da. Und die haben halt ab und zu mal Kippschirm auf den Boden geworfen. Macht, aber wir haben es halt trotzdem gemacht. So ein Aschbecher oder stand. Und die Mutter von der Klassenkameradin kriegt unter den Tisch und sammelt diese Kippenstunde auf. Weil es gibt die meisten Raucher, das habe ich auch schon beobachtet, rauchen nie bis ganz zum Ende, weil ich immer noch so 4-5 mm Rest habe. Ich sammle halt eine Kippenstunde auf und das beobachtet, wenn, wie sie diese Kippenstunde aufgemacht hat, nur um an dieses bisschen Tabak zu kommen. Ja, den hat sie in die Dose gepackt und ich dachte, na, erbärmlich. Wir sind dann weiter. Das war jetzt eins der etwas, naja, seltsamen Aktionen von ihr, die seltsamste. Das muss ich jetzt einfach erzählen, das ist einfach so unlogisch. So unlogisch, dass es schon wieder lustig wäre. Oder fast lustig wäre, wenn man sich, ja. Ihr werdet merken, das Thema ist nicht ganz so lustig, wie es eigentlich. Ja, das war ein Fail. Hat man das auch mal gesehen. Ja. Auf jeden Fall, ich bin so
Ich bin früher oft in Bücherei gegangen. Ich habe viel gelesen. Viel und gern gelesen. Auf jeden Fall. Ich weiß schon, da habe ich ein bisschen Comics gelesen. Dafür, oder ich bin in La Philippe und war schon zu Obelix-Fan gewesen. Und habe halt viel von den Comics da gelesen. Und ich saß dann da an so einem Tisch und hab gelesen. Ich habe mich eigentlich relativ gut verstanden. Nicht jetzt so auf einer verliebten Ebene, sondern nur so Freunde halt. Das war echt nicht mein Typ. Aber das ist eigentlich ganz okay und wir haben meistens viel Spaß gehabt. Und auf jeden Fall ist die Mutter irgendwann gekommen. Also erst sie, hat mich nämlich gesetzt, wir haben ein bisschen gequatscht, wie man es halt so macht mit Freunden. Irgendwann kam die Mutter, das war noch bevor sie angefangen hat, mich zu hassen, also die Mutter, und labert irgendwelche Scheiße. Hat mir ein Tattoo gezeigt, ich weiß nicht, was es kennt. Die zwei Blitze, die Hitler für die SS benutzt hat. Die SS-Blitze. Hat sie da eintätowiert gehabt. Und hat dann, ohne Scheiß, hat sie zu mir gesagt, ich bin verwandt mit Hitler. Ey. Ich hab die Comics halt gelesen. Bin so schnell wie möglich raus aus der Bücherei. Handy raus, ist mein Kumpel angerufen. Ich hab auf den Schock erstmal einen Schnaps getraut. War echt böse. Ich bin mein Kumpel gewesen. Kurze getrunken. Ich frag mich, was ist eigentlich los? Warum sorgst du auf einmal so viel? Und auch noch an einem Mittwoch. Und ich so, ja. Hab's ihm dann so erzählt und er so, ach du Scheiße. Was ich da in dem Moment aber vergessen hatte, dass er sein Maul nicht halten kann. Ich hab zum extra gesagt, halt die Fresse, das soll keiner mitkriegen. Ja. Am nächsten Tag, ich gehe so zur Schule. Erste Pause, alles okay. Zweite Pause, ich hab so ein bisschen. Ich beobachte gern Leute. Ich bin jetzt kein Spanner oder so, aber ich, wenn ich auf dem Pausenhof stehe und meine Kippe rauf, ich halte immer die Augen auf mir auf Personen, die ich kenne. Wie mal die Klassenkameraden und so. Und ist halt mal. Da ich immer gern Kontakt mit den Leuten halte, gucke ich immer so ein bisschen rum, ob irgendwie was ist. Ich habe halt meine Augen aufgehalten so. Und ja, kommen so zwei kleine Kinder, unterhalten sich so. Dachte so, okay, ist nichts Schlimmes. Laufen so zu dir her, zeigen mit dem Finger auf dich und rufen Hitlers Verwandten. Ey, ich wollte den Boden versinken. Ich konnte mich auf die Karte, ich bin so schnell wie möglich durchgegangen, hab mir erstmal das Brett gelacht. Dachte, shit, das muss wehtun. Auf jeden Fall, ja. Erste Pause war alles okay, zweite Pause hat es die ganze Schule gewusst. Also Haupt-, Grund- und Realschule. Keine Ahnung, wie die Grundschule das mitgekriegt haben, aber jeder kannte die, weil sie einfach. Ich will jetzt nicht schlecht reden, aber sie sah halt sonderbar aus, sag ich mal. Ungepflegt. Und ja. Dafür hat sie mich gehasst, hat mich von vorne das Auto geschubst. Ein Glück hat der Hausmeister damals rechtzeitig bremsen können. Bin aufgestanden, bin zu der hin. Ich bin kein Frauenschläger, aber Abwehrreaktion, sie wollten eine treten. Ich habe halt reagiert. Und hey, ich habe gerade gehört, dass Razer Leute dafür bezahlt, um dich auszuschalten. Keine Ahnung, wie weit das geht, also pass auf. Trau keinem, bis das vorbei ist. Ich melde mich wieder. Auf jeden Fall. Ich schub mich halt fürs Auto. Ich stehe auf, gehe so zu der hin, frag sie so, was soll der Scheiß? So total den Schock gehabt. So, ja, blöder Penner, hast du alles rum erzählt. Und ich dachte mir so halt eine Fresse, du bist ein Kuh. Und wollte sie mich treten. Hat daneben getreten. Ich habe mir mein Bein geschwungen. Das Knie falsch erwischt, Kniescheibe verrutscht. Ja, Kniescheibe sozusagen ausgeht. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall, ja.
kam sie dann mit ihrer Mutter bei mir an, ja, von wegen, warum ich die Vorkommnisse handeln würde, bla bla, maute meine Mutter an und so. Ja, meine Mutter, ich habe es natürlich meiner Mutter erzählt, ja, die hat mich von vom Auto geschubst. Ich halt's ja jetzt auch nicht, und wenn man nicht fahrendes Auto schubt, das ist beinahe sterb. Ja. Krieg ich dann schon mal so einen kleinen Up-Rage. Zumindest, was ich meine, so eine kurze Rage-Phase. Und ja, konnte ich dann hierher und behaupten, ich würde ihre Tochter misshandeln und so. Schwere Körperverletzung, bla bla. Ich dachte mir nur halt, deine dumme Fresse, die wollte mich umbringen. Ja, dann hat die Mutter angefangen, meine Mutter zu beleidigen. Dann sind sie abgehauen. Ich habe dann die Tür zwischen könnte. Weil an dem Tag, an dem sie mit ihrer Mutter vor meiner Tür stand, ist ganz normal gelaufen, aber gar nichts. Angeblich habe ich die Kühlscheibe ausgekühlt. Mehr oder weniger. Und ja, die kommt dann einfach her. Mit Krücken. Tut so ein auf, ja, ich bin so schwer verletzt, ich bin so ein armes Mädchen und so. Natürlich haben dann die ganzen Kussen aus meiner Klasse einen auf Mitleid getan, obwohl ich die überhaupt nicht leiden konnte, weil das so lustig, wie die einen auf Mitleid gemacht haben. Achtung, Bezirk 3. Ein Kollege von der Feuerwehr meldet uns eine Gruppe möglicher Street Racer. Zuletzt wurden sie gesehen in südlicher Richtung, auf der State Street. Einheiten im Gebiet bitte anrücken. Kommt die da mit Krücken her? Mein Kumpel. Der hat die so abgrundtief gehasst. Moment kurz, ich mach kurz die Stimmen. Nein. Entschuldigung. Audio, ich mach die Stimmen aus, dass man mich besser hört. Ja. Auf jeden Fall. Mein Kumpel hat die so gehasst. Also so richtig gehasst. Nur so wie ich. Und dann ist er halt so eine Krücke. Und fängt eine Krücke aufs Land zu schlagen. Ich dachte mir, Alter. Ey, ich hab halt angepackt. Ich bin mitgezogen, diese Klopfvideo. Warum schlägst du mich noch? Und der so eiskalt zu mir hat die Schlampe abgeschlagen. Ich dachte mir nur, Alter, Wir sind dann erstmal zu mir gefahren, erstmal Schnaps auf den Schock getrunken. Wir haben dann noch so viel gesoffen. Das war echt lustig eigentlich. Auf jeden Fall. Der ist immer kaum. Lass den mal so richtig verprügeln und so. Und ich sitze so rein, weil ich bin kein Voranschläger. Verprügeln keine Mädchen. Und alle sind zu mir an, weich und so. Am nächsten Tag bin ich dann wutentbrannt abgehauen. Ich habe ihn nicht aufgehört, weil ich habe gewusst, dass ich jetzt immer nicht mehr will. Da kann ich jetzt tun, was ich will. Das geht nicht immer. Und am nächsten Tag bin ich ganz normal jeden Morgen zur Schule. Und sie Schule. Aufgeschifftes Kind und so. Also richtig schwer verletzt. Und ja, fragst du mein Kumpel, was hast du getan, Junge? Ja, Spielplatz, Klettergerüst, keine gute Kombi, wenn die zwei da oben stehen. Ist echt keine gute Kombi. Er hat wieder eiskalt mal kurz da runtergeschubst. Das war echt übel mit Ende. Und ich würde sagen, wir machen Schluss für diese Folge und sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann diese Polizeiverfolgung machen.